Hey, ciao zusammen, willkommen wieder zurück beim Rim in der Rappelkiste. Wir haben uns noch ein paar Ersatzkatzen geschnappt. Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Nur, was machen wir mit denen? Hier fehlt nur der Code. Ja, genau. Wenn wir dann die Ersatzkatzen mit diesen Katzen austauschen, könnte man zwar nicht vorstellen, warum. Au! Sie wollen da wohl nicht mehr rein. Da natürlich auch nicht. Au! Sie... Alright, dann... Coupons haben wir jetzt wohl definitiv auch, ja, aufgebraucht. Jetzt, das mit dem Ziffernblatt, das ist noch so eine Sache. Ja. Was machen wir denn jetzt da? Hier fehlt nur der Code. Genau. Was können wir mit dem Zettel machen? Ich habe aber irgendwie gedacht, da können wir vielleicht da, respektive dazu so viel zahlen. 1 360. Wahrscheinlich ist es so völlig offensichtlich. Dann sagt er ja auch, es hätte zwischen dem und dem keinen Zusammenhang. Aber... Ich will ihn lieber nicht... Er sieht so... Genau... Das... Wenn ich durch die Löcher gucke, erkenne ich... Dass dieser Zettel stinklangweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Genau, wenn du durch die Löcher schaust, also irgendwo, in dem Fall, wenn es nicht da ist, dann ist es aber auch nicht... Nein! 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. In the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Hammer. Ich habe mich nicht gefragt, für was das ist, aber dass man gerade so muss drüber schauen. Ah, perfekt. Wir haben den Wipfvogel. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Also das Mikro, das haben wir ja schon. Das können wir fehlt mal nur noch der Hörer bringen. Und jetzt der Hörer, den haben wir ja auch schon vermutlich zumindest, wenn wir den bekommen. Nämlich, wenn wir da den Vogel da drauf setzen und Lotti dann zum Ausrasten bringen. Nächster bitte! 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 Sorry, aber... Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Hey! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster... Es nimmt mich ja Wunder, wie das jetzt tönt, wenn wir da hochgehen. Das tönt sicher voll geil. Hey, Grün! Hallo! Ich bin schon wieder! Lass dich kurz! Ich habe zu tun! Wirst du nicht mal müde? Ich muss zugeben! Hab ich die Nase voll! Wenn da unten noch einer auf die Idee kommt, auch davon zu stellen, ist bei mir der Sack zu! Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Lieber, also... Nicht! Ich gehe da immer... Also ein Ding fehlt scheinbar noch. Muss ich denn da jetzt auch... Fehlt nur noch der... Ja genau, aber kann ich denn... Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Wo
hat es dann nochmal ein... Welche fehlt denn jetzt noch? Diese Technik ist voll. Für die Katz. Oh. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Okay. Jetzt durch das haben wir vielleicht... Ja, ich glaube... Er ist völlig fertig mit den Nerven. Leider können wir nicht mehr mit ihm. Er ist völlig... Er ist fertig. Aber den Kopfhörer können wir haben. Danke für das, Telefonist. So, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Jetzt kann's losgehen. Ja gut, dann... Funken wir mal. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Cletus? Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Cletus! Komm schon! Deine Liebe ist die größte... Cletus! Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Klar bin ich auf Deponia. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Kollektowitsch hat bis vor uns. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Was hat Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? War Ihr Verlobte schon immer etwas seltsam? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Keine weiteren Fragen. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Keine Antwort. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Also für das, dass er eigentlich etwas von uns will, ist ziemlich herablassend. Sowieso unsympathisch. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Geld, viel Geld. Ich will mit nach Elysium. Ich mache das nicht für mich, ich mache das für Go. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich.
Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Nun haben wir schon alles gefragt. Keine weiteren Fragen. Können wir denn jetzt... Das wollte... Also... Sie haben mir immer noch nicht alles gesagt. Wahrscheinlich hatte ich meine Gründe. Aber wenn's denn sein muss... Keine weiteren Fragen. Können wir denn... Das wollte ich... Ich hatte eigentlich echt aufs Thema, was Sie mit Deponia vorhanden wären. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Das tönt mir doch sehr nach einer Falle irgendwie. Aber am gescheitsten berichten wir den Golem noch drüber. Ich weiss nicht, ob sie schon etwas mit dem anfangen kann halt. Oder ob sie noch ein bisschen... Ja, in anderen Gedanken ist sozusagen. Oh. Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, sieh an! Ha, ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch! Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Okay. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh oh. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben sie richtig gut gemacht. Schnauze! Mann, Gizmo, du alter Waschlappe. Ja, putz die fort, ich muss da raus. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ich will die Katze noch nicht. Wir können ein Handschweißgerät. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich...
wenn ich das... Was können wir dann... Kein Gitter, der... Das ja, einzige Blind... das, genau, also, aber... Wenn wir da raus... Wenn ich das zusch... Also, das können wir nicht, so ein Gitter hat es da in irgendetwas... Wenn wir mit ihm reden... Hey, hallo! Was ist denn? Lassen Sie mich raus! Auslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Will mir Goldman retten. Ich muss Gold vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Einen Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Ah, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Unsichtig weh und ihr... Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung. Aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art... freundschaftlicher Handkantenschlag. Hi-ja! Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Also mit ihm wird's noch schwierig, ja? Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus! Ich bin auch kein Fan des Organon, aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Feuer! Netter Versuch, Bursche, aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Kaktusbrot tönt ja... Wow. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Irgendetwas müssen wir also da in die Zelle rein können machen. Immerhin haben wir ja noch einiges von unserem Zeug, außer das, was da Bodenkate ist. Nur. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Wir kommen da nicht dran her, oder? Leider nicht. Okay. Hier gibt es kein Was, kein Wunder. Hm. Da haben wir auch keinen. Wow, alleine von den Ausdünstungen blättert hier schon der Lack ab. Ich kann es kaum erwarten, diesen Espresso an Goal auszuprobieren. Das haben wir schon gemacht. Was gibt's denn da innen, dass wir könnten flüchten? Da können wir natürlich auch nicht hören. Und das Zellengitter hat ja nirgends irgendwie so... so einen kleinen Teil, den wir könnten lösen, oder? Außerdem hockt ja der... Dann gehst du mal gerade da vorne, oder irgendwie. Wie kommen wir da wieder raus? Es hat nirgends irgendwie einen Teil vom Gitter, und ich sage, ja, den könnten wir jetzt einfach wegmontieren. Also es muss irgendetwas... Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Mhm. Moment mal. Steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Das ist also nicht, da kann man kein auch nichts machen. Das haben wir ja schon mal probiert. Also das gilt jetzt alles noch zum Zellengitter irgendwie. Da ist nichts mehr zu. Hm. Ich will die...
Das nützt auch nichts. Okay, also mit der Katze können wir nicht viel anfangen. Der Wartenummer. Gizmo hat meine Philosophie zu unterbrechen. Das natürlich auch nicht. Mit doch irgendetwas, was wir doch können. Schweissen. Aber es hat auch hier innen nichts. Das durch, man kann eigentlich in den Zellen innen. Kann man gar nichts auswählen. Weil es heisst alles Zellengitter. Vier zum. Hier zum Geier können wir raus. Da nützt alles nichts, da können wir eigentlich gar nicht raus. Muss irgendetwas mit dem zu tun haben, was wir jetzt haben. Das ist auch so schon langweilig. Also mal alles ausprobieren, das geht eben nicht. Wenn ich das wenn ich das. Genau. Warte nur. Das muss. Das geht auch nicht. Narkose wird auch nicht. Das haben wir auch schon probiert. Kaffee haben wir probiert. Richter. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Das geht leider auch nicht. Und Katz. Ich will die Katze. Geht ja wirklich auch nicht. Also jetzt. Jetzt sind wir aufgeschmissen. All das Zeug da können wir leider auch nicht mehr aufnehmen. Hey, hallo! Was ist denn? Medizinischer Notfall! Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant! Mach nichts. Dann stör ab. Also mit dem Kies machen wir auch nicht. Blöde Frage, hätte das dann gar nicht passieren dürfen? Ist oft mal so. Aber eine andere Möglichkeit haben wir ja eigentlich gar nicht gehabt. Also irgendwie müssen wir da rauskommen. Das können wir nicht. Hey, auf! Hey, auf! Nicht nötig, Gold trinkt ihr. Nicht nötig, Gold. Okay, das bringt also nichts in mir. Gizmo hat meine viele Unterbrechungen. Das geht auch nicht. Gizmo hat Unterbrechungen. Das geht auch nicht. Gizmo unter. Nein. Das haben wir probiert. Gizmo hat Unterbrechungen. Nein. Gizmo hat Unterbrechungen. Nein. Gizmo hat Unterbrechungen. Gizmo unterbrechungen. Gizmo hat unter. Okay, mit dem Gizmo können wir auch nicht viel machen. Ja gut, für die Folge hocken wir wohl am Schluss noch im Knast. Hoffen wir kommen in der nächsten Folge raus und sonst müssen wir irgendwie noch mal das Ganze probieren. Aber ja, bis zur nächsten Folge, bleibt sauber, machen keinen Scheiß und ciao zusammen.